treffen sollte. Und zu Gast ist Schauspielerin Marie-Therese Rellin, die bald in der Komödie Ungeheuer heiß in Düsseldorf auf der Theaterbühne steht. Und wir waren vor Ort, und zwar bei den Proben. Das sieht doch schon mal super aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und man kann sagen, endlich öffnen die Türen wieder, oder, Ende August? Ja, ich bin wirklich froh. Also ich hatte ja seit März Berufsverbot sozusagen. Und das ist schon eine harte Zeit für uns Kulturschaffenden. Wir wurden einfach vergessen, ja. Weil wir jetzt so wahnsinnig viele Auflagen haben. Und ich bin wirklich so froh, dass ich ein so tolles Team habe. Wir haben 6 Wochen lang online Theater geprobt. Total irrsinnig, ja. Ja, aber es funktioniert. Der Ralf Bauer war letztens hier, der hat gesagt, oh, das ist vielleicht die neue Form, an die wir uns gewöhnen müssen. Wie gehen Sie damit um? Nee. Das geht gar nicht. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns jetzt endlich begegnet sind. Aber wir stemmen halt jetzt dieses ganze Stück innerhalb von 14 Tagen auf die Bühne. Mhm. Und das ist normalerweise so eine, nur, damit die Zuschauer einen Einblick haben, wie lange wird sonst geprobt? Ja, schon. Also Minimum 4 Wochen. Ja, also Minimum 4 Wochen. Also die Staatstheater, die mehr Kohle haben, die proben auch deutlich länger. Die Privattheater, die müssen dann Abstriche machen. Aber wir kriegen es hin. Und ich freue mich drauf, weil das ist, also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir wieder kollektive Erlebnisse haben. Und Kulturerlebnisse vor allem. Ne? Kulturerlebnisse, ja. Überhaupt. Kino, Theater. Mhm. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich daheim einen Film streame und den angucke oder eben immer allein bin, dann immer von meiner Chipstüte oder so rausfresse und immer nur auf diesen Kasten gucke. Oder ob ich ein gemeinschaftliches Gefühl habe im Theater und die Leute fangen an zu lachen und oder reagieren. Und ich merke das ja jetzt schon, wenn Leute bei den Proben dabei sind, wie stark die Reaktion ist, also welche Befreiung es ist, mal laut lachen zu dürfen. Und man muss dazu sagen, die Theater, die haben ja eine ganz andere Belüftung. Also genau, einfach also mal reden die Sie über den Hygieneplan. Genau. Also wir haben ja einen Hygieneplan und es ist alles geplant, wie die Leute auch sitzen und das, also alle Hygienevorschriften. Aber das Wichtige ist, Theater haben eine Belüftung, eine richtige Belüftung. Keine Klimaanlage, sondern Belüftung. Das heißt, es kommt Frischluft rein. So, und diese Frischluft sorgt auch dafür, dass sich da keine Viren festsetzen können. Es gibt weltweit keinen Corona-Fall durch Theaterbesuch. Und das muss man einfach mal sagen. Und es ist wirklich ganz, ganz schlimm, wenn ihr die Zuschauer, wenn bitte, bitte geht wieder ins Kino, geht ins Theater. Langsam läuft ja wieder das alles an. Jedermann wurde ja zum Teil gespielt, die Theater öffnen wieder. Und ich glaube, bei Ihnen sagen Sie noch eine konkrete Zahl, 200 Gäste dürfen rein. Und 200 Gäste dürfen momentan rein, also 300 dürften sogar rein. Mhm. Aber 200, damit immer schön ein Platz frei bleibt dazwischen, 200 dürfen rein. Die Leute dürfen ihr Getränk mit an den Platz nehmen. Sie können sich gemütlich das Stück anschauen. Genau, und wenn Sie reingehen, und da sind wir jetzt schon wieder bei dem Thema, wird wahrscheinlich eine Maske getragen, die Hände werden desinfiziert. Genau. Und dann am Platz kann die Maske runtergenommen werden. Man kann sich dann gemütlich das Stück anschauen. Man kann gemeinsam auch lachen. Hm. Und wie gesagt, die Frischluftanlage da bei Herrn Hannersdorf im Theater an der Kühe ist vor 2 Jahren, also weit vor Corona, für 60.000 Euro erneuert worden. Ja. Also das ist absolut wesentlich angenehmer, als wie im Touristenbomber nach Mallorca fliegen, nebeneinander. Oder machen Sie jetzt aber ein neues Fass auf. Also das war unser Thema gestern dann. Also Zuschauer fragen, wir gucken gleich noch mal ins Theaterstück Ungeheuer heiß, weil das haben wir jetzt gerade gemerkt, durch die Klimaanlage wird es dann, oder Umluftanlage in dem Fall, wird es dann, oder Belüftung, nicht ganz so heiß. Aber Zuschauer fragen gerne her damit, per E-Mail, per Facebook, klinken Sie sich ein und Ungeheuer heiß heißt das Stück. Da gucken wir später rein. Der Kollege war vor Ort und hat sich genau das angeschaut. Schön, dass Sie heute Morgen da sind. Und wir haben über ein Thema heute Morgen bei uns und dieses Positivbleiben, die Sachen benennen, anpacken und letztendlich nach vorne schauen, ist aber auch Ihre Devise, oder? Sind ja, natürlich, natürlich. Wir dürfen auch nicht zurückschauen. Wir müssen wirklich die Dinge wahrnehmen, begreifen, also wirklich das Wort zu nehmen, begreifen, die Dinge begreifen und nach vorne schauen. Es hat auch für uns Künstler, für uns alle, hat es keinen Sinn, zurückzuschauen. Man muss mit neuen Ideen aufwarten und schauen, was kann man aus der Situation lernen, was können wir anders machen, und last not least müssen wir alle lernen, mit Corona umzugehen und damit zu leben. Und wenn nicht Corona, dann wird es vielleicht auch mal was anderes noch mal dazu setzen. Das kann auch ein gesundheitlicher Schicksalsschlag sein, der eine Zäsur wiederum macht. Aber wie gehen Sie dann Ihre Lebensträume an, die Sie haben? Weil Sie haben ja auch so viele verschiedene Standbeine, auf denen Sie sich bewegen. Ja, also ich glaube, ohne die vielen Standbeine wäre ich schon längst umgekippt. Deswegen brauche ich so viele Beinchen. ich denke mir immer,
Also was ich gelernt habe, ist, mein Sohn hatte, wie er 12 war, einen Unfall gehabt. Mhm. Und ist 28 Meter die Klippen fast runtergefallen. Also er ist runtergefallen, aber er hat überlebt, Gott sei Dank. Und mhm. von dem Moment an habe ich mir gesagt, ich möchte dankbar sein. Ich möchte einfach nur in meinem Kopf dankbar sein. Und dieses Dankbarsein ist ganz tief gesickert. Und ich nehme mir halt die Zeit, auch einen Sonnenuntergang anzuschauen und sagen, boah, das ist ein schöner Sonnenuntergang, das ist eine Dankbarkeit. Oder jetzt, wenn ich zum Theater gehe, es gibt so viel Armut in der Straße, die man sieht, ja, dass ich mir einfach gesagt habe, okay, ich kann denen jetzt nicht allen helfen. Aber ich habe jetzt angefangen, dass ich einfach mir Nüsse kaufe, so Nüssebackerl und Bananen oder sonst was. Und wenn ich da an denen vorbei gehe, dann teile ich eben, gehe ein und sage, magst du Nüsse haben? Und ich merke einfach, diese Menschen, die betteln, wenn ich zu denen, dass ich die anspreche überhaupt und diese denen ein Geschenk das gebe, wahrnehmen, ja, das ja. ist, die schauen mich zuerst ganz erstaunt an und mittlerweile kennen sie mich und sie freuen sich, wenn ich ihnen was gebe. Aber das ist zuerst was so ein Erstaunen und jetzt merke ich, okay, und das ist so für mich, das ist keine gute Tat in dem Sinn, weil das kostet mich fast nichts, ja, aber es ist der Gedanke und ich glaube, diesen Gedanken weiterzugeben und dass man einfach Dankbarkeit und sagt, ich gebe dir ein bisschen was ab. Wenn das alle machen würden, ja, dann wäre die Welt einfach besser. Wenn wir alle, alles, was wir doppelt haben, einfach weitergeben. Ich arbeite viel mit Flüchtlingen zusammen und man hat so viel zu Hause. Und wenn wir das einfach ein bisschen mehr teilen, ein bisschen weitergeben, ein bisschen mehr recyceln, ein bisschen einfach bewusster machen und dankbar sind für das, was wir haben, dass wir hier was zu essen haben, dass wir Obst und Sachen und dass wir das nehmen dürfen. Ja, es gibt ja so viele Länder, die haben nicht einmal das Wasser. Genau, das klar aus der Leitung kommt. Genau. Empathie und Solidarität, das zeichnet sie sehr aus. Darüber sprechen wir gleich ausführlicher. Wir gucken jetzt mal schnell in die Karriere rein. Die ist so vielschichtig und hält so lange schon an. Und auch hier im ZDF haben Sie eine sehr meinungsstarke Frau gespielt. Dann sollten wir mal loslegen, oder? Okay. Sie gibt gerne den Ton an. Marie-Therese Rehlin weiß, was sie will, auch in ihrer Serienrolle in der ZDF-Reihe Lena Lorenz. Nur das Übliche so. Was ist das? So habe ich die Zeit besser im Blick. Das kennst du bestimmt. Manche Patientinnen denken, der Hebammenbesuch wäre eine Plauderstunde. Leg dich hin. Hopp. Ja, klar. Marie-Therese Rehlin als Hebamme. Sie war doch früher nicht so bodenständig. Oh, Mensch, hast du kalte Hände. In ihrem ersten ZDF-Film, Der Gauner aus 1985, lässt sie sich auf einen Kunstbetrüger ein. Entschuldigung, ich suche die Hausnummer 105. Fehlanzeige, wir wohnen 104. Bismarckstraße 105. Straße, na bitte. Wir wohnen Bismarckallee. Bismarckstraße ist Charlottenburg. Was glotzen Sie mich denn an? Florenz, Uffizien, im vergangenen Sommer. Ja, da war ich. Mit einer alten Dame in den Uffizien. Ich auch. Und daran erinnern Sie sich? Ja. Ich meine ausgerechnet an mich? Ja. Später dann ist sie sogar in einen Mordfall verwickelt, den ZDF-Ermittler Derek aufklären muss. Das ist so. Wir waren gestern Abend alle bei Dr. Schenk in der Wohnung, weil er hat uns mal gesagt, dass seine Frau einen Geliebten hat. Deswegen waren wir bei ihm. Weil wir dachten, der hat was nötig. Ein Rat oder auch nur, dass wir ihn verstehen und dass uns das leid tut. Das Schauspiel wurde ihr sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Ihr Vater Veit Rehlin, ein erfolgreicher Filmregisseur. Ihre Mutter war Maria Schell. Ihr Onkel Maximilian Schell, der mehrfach ausgezeichnet wurde. Große Namen also und sie selbst bekam auch noch einen Namen hinzu, den sie allerdings nicht so passend fand. Die Außenwelt, das mir eben vorspielt, war ich halt immer nur die Tochter von und die Frau von und die Nichte von. Und ich war überhaupt nur noch eine von, hinten, von, überall war ich nur eine von. Marie-Therese etabliert sich als Schauspielerin. Trotz der Bürde, den Namen Schell vergleicht sie mit einem Rucksack, der schwer auf ihrem Rücken lastet. Auch die Depression ihrer Mutter Maria belastet sie jahrelang. Doch so dramatisch wie in ihrem gemeinsamen französischen Film Das letzte Wort war die Realität nicht. In der
Heute ist Marie-Therese Rehlin keine von mehr. Ich habe noch Kapazitäten frei. Sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die weiß, was sie will. Ach ja, und wir müssen uns noch. Ich suche eine Hebamme mit Herz und Verstand und keine, die mit einer Eieruhr ihre Patienten abarbeitet. Wenn das so ist, ich schicke dir die Rechnung per Post. Sehr, sehr gerne. Ja, Sie hätten mehr aus Ihrer Naturheilpraktika-Ausbildung machen sollen, oder? Dann wäre es am Ende vielleicht auch sogar eine Hebamme geworden. Ach, ich hätte es wahnsinnig gern gemacht. Ja. Also ich bin ja wirklich so homöopathisch angehaucht und so weiter. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein Mini-Medizinstudium, okay, das man da ablegen muss. Viele, ne? Ja. Ja. Und meine Qualitäten liegen da eher im Coaching. Also ich bin ja auch Nichtrauchercoach und man kann bei mir 90 Minuten zum Rauchen aufhören und das macht mir wahnsinnig Spaß, das Coaching insgesamt, ja. Und mir aber nicht mit der Eieruhr, so wie wir es gerade gesehen haben, oder? Nein, im Gegenteil. Bei mir heißt ganz es, das, ich glaube, was den Menschen ganz stark fehlt, ist Zeit. Absolut, ja. Und wenn ich ein Coaching mache, dann schenke ich demjenigen Zeit. Und diese Zeit füreinander, aufeinander einzugehen, sich wahrzunehmen, ist wahnsinnig wichtig. Das geht einfach verloren, weil wir alle so schnellsäbig sind und alle wischen da über ihr Handy und alles ist digital und alles ist flott und jeder Schnitt ist schnell und genau. Ey, Wolken gucken. Ja. Wir schauen uns einfach heute mal die Wolken an. Schauen, heute was passiert. Ich sehe keine Bilder da oben gerade. Oh, doch. Wenn wir da lang genug raufschauen, dann sehen wir was. Okay, wir können Sie leider nicht mitnehmen, liebe Zuschauer. Die Wolken sind über uns. Ja, aber diese Herzensbildung, ne? Und dieses sich wirklich, ich habe auch oft das Gefühl, die Menschen nehmen sich aber auch nicht diese Zeit, in die Tiefe zu gehen, weil jeder von uns hat natürlich auch Pakete ganz tief versteckt, die man gar nicht auspacken will, oder? Ja, und Sie sagen den Begriff eben Herzensbildung. Ja, es geht wirklich eine ganze Bildung verloren, weil wir diese Herzensbildung so zurückstellen. Und jetzt gerade durch Corona wird das noch mehr zurückgestellt. Ja, man gibt nicht einmal mehr die Hand, man schaut sich nicht mehr in die Augen, man rempelt sich an, was früher unhöflich gewesen wäre mit dem Ellbogen. Ja. Also diese Herzlichkeit, wir gehen aufeinander zu. Es gibt so tolle, einfache Menschen auf diesem Planeten, Bäuerinnen, Leute, ich lebe ja auch in Spanien, die haben nichts. Sie haben wirklich nichts, aber sie haben eine Herzensbildung. Und wenn die eine Tomate zu viel haben, dann schenken sie dir, ohne dass sie etwas zurückerwarten. Und das ist bei uns verloren gegangen. Und ich bin auch jemand, ich komme zu den Proben an, ja, und ich bringe immer ein Essen mit, ja, und ich muss wirklich meine Kollegen dazu erziehen, dass sie das annehmen. Ja, die sagen, nein, aber ich schäme mich dann, wenn ich da... Ey, jeder andere wird sich freuen, dass sowas da ist. Was heißt dir schämen? Freu dich doch! Ja, und langsam also, dass man dieses Aufmachen, dieses Teilen, weil Freude verdoppelt sich, wenn man sie teilt. Das ist einer der wenigen Dinge. Da sagen Sie etwas wahr. Genau, die verdoppelt sich. Ja, man fühlt sich auch besser. Also das sollte man viel öfter und viel mehr machen. Ja, ich glaube, die Botschaft ist bei vielen zu Hause tatsächlich gut angekommen. Und wir gucken jetzt mal auf ein anderes Thema, auf die neuesten Nachrichten aus der Promi-Welt. Kurz und kompakt zusammengefasst, hier ist auch was. Ach, Musik hilft so sehr in vielen Momenten, oder? Jetzt haben wir gerade, als der Beitrag lief, über Teneriffa gesprochen. Da ist es dann natürlich die Sonne, das Salzwasser, was die Lippen peelt, oder? Ja. Und Salz auf der Haut, das vermissen Sie wahrscheinlich sehr gerade, ne? Total. Ich vermisse die Insel, ja. Ist das Ihre zweite Heimat geworden? Ist, glaube ich, meine erste Heimat irgendwo, ja. Nicht Oberbayern? Ja, mein Gott, ich glaube, man wächst so mit in ein Land rein, ja. Und ich liebe halt diese kanarische Kultur und die Menschen dort. Und das ist alles, man braucht so viel weniger zum Leben und hat aber trotzdem den mindestgleich hohen Lebensstandard, ja. Jetzt habe ich eben Musik gerade gesehen. Dixie Mania machen Sie, glaube ich, auf Teneriffa. Oder ist das ein Projekt, was mit nach Bayern dann auch gewandert ist? Das ist ein Projekt, das nie richtig zum Leben kommen durfte bis jetzt. Obwohl das eine wahnsinnig spannende Geschichte ist, weil es geht um die weißen Sklaven, apropos Black Lives Matters, und wie der Jazz entstanden ist. Der kam nämlich von den Kanarischen Inseln, laut meiner Theorie, die nicht abzuweisen ist, weil es in Louisiana wirklich über 700.000 Nachfahren der Kanarischen Inseln gibt, weil das waren weiße Sklaven, die dorthin in dieses unbelebte Amerika damals, nachdem Christopher Columbus das entdeckt hatte, die wurden zwangsausgewandert sozusagen nach Louisiana und haben sich dort angesiedelt.
Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die ich, jeder Produzent, der Lust hat, kann mich drauf ansprechen, die ich sehr, sehr gerne machen würde. Ja, ja, okay. Und das heißt, es ruht insoweit, weil Sie erstmal aktuell nicht auf die Kanaren kommen. Richtig. Also reisen könnten Sie, aber weil die Zeit nicht da ist, weil Sie im Theater sind. Und da sind wir direkt schon beim springenden Punkt. Mein Kollege Henning Behrendt war nämlich vor Ort hier an der Kö und guckt sich das Theaterstück mal vor Ort an, was dann am 26. August endlich startet. Wir sind in den Shadow-Arkaden in Düsseldorf und dort befindet sich das Theater an der Kö. Wir sind eingeladen, der Schauspielerin Marie-Therese Rehlin exklusiv bei ihren Proben zum aktuellen Stück Ungeheuer heiß über die Schulter zu schauen. Und das werden wir jetzt mal tun. Während es draußen ungeheuer heiß ist, sind es hier unten angenehme 25 Grad. Unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen wird hier seit 3 Tagen wieder geprobt. Marie-Therese Rehlin und ich haben uns am Telefon auf Hallo. Das Du geeinigt. Grüß dich. Dankeschön für die Einladung. Sollen wir schon mal reinkommen? Ah, super. Wir gehen mal rein. Bei den Proben bin ich der einzige Zuschauer. Bei der Premiere dürfen hier dann bis zu 200 Zuschauer sitzen. Und das ist die Geschichte von Ungeheuer heiß. Es geht um Lisa, gespielt von Marie-Therese Rehlin. Weil Lisa zur Personalchefin befördert wird, organisiert ihre beste Freundin eine Party im Hotel. Was dann folgt, ist die klassische Verwechslungskomödie. Ja, Gerda meinte, sie hat ihn schon mal gesehen. Ich habe ihn schon mal gesehen. Ja, sie meinte, er war ein... Ich meine, er war ein... Lange fanden die Proben nur online statt. Das Team um Marie-Therese Rehlin freut sich nun wieder, auf der Bühne zu stehen. Ich habe seit März habe ich Berufsverbot. Es ist grauenhaft, ja. Und ein ganzer Industriezweig, diese Kreativwirtschaft, wurde einfach total vergessen. Ja, wir sind da irgendwie ins Abseits. Dabei, es ist nun mal, wir beliefern ja jetzt mit unserem Theater. Also viele Branchen haben was davon. Und deswegen freue ich mich wirklich drauf, wieder auf die Bühne zu kommen. Marie-Therese ist eine Schauspielerin, die sich immer reinhängt und im Team Ideen entwickelt. Nur durch ihre Ungeduld steht sie sich hin und wieder selbst im Weg, sagt auch ihr Regisseur Markus Majowski. Da kommt eine Macherin, die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Und als wir uns dann bei der Arbeit kennengelernt haben, war es konstruktiv, aufgeschlossen, viel fragend, viel hinterfragend, auch tüftelnd. Getüftelt ist das Stück bis in die letzte Pointe. Aber wie es ausgeht, wird trotzdem nicht verraten. Nur eines, es wird ungeheuer heiß. Meine Schwester kommt uns heute besuchen. Ein echtes Theaterstück mit echtem Publikum, das wäre mal wieder schön. Ich werde noch ein bisschen hier sitzen bleiben und mir die Proben bis zu Ende angucken. Willst du Friedrich nicht Hallo sagen? Hallo? Ach so. Oh ja, oder? Also es kribbelt so ein bisschen. Ne? Man spürt die Anspannung und gleichzeitig die Vorfreude auch bei Ihnen, oder? Ja, das ist doch wieder toll, endlich mal wieder Reaktionen zu haben und Nähe zu spüren. Also aber, auch hier die Nähe. Ja, aber wie geht Liebe unter Corona-Pandemie, Schutzmaßnahmen und Hygienekonzept auf der Bühne? Weil es ja auch Teil des Stücks. Haben wir nicht. Das glaube ich Ihnen doch nicht bei dem Stück. Geredet. Ja. Es wird nur ungeheuer heiß geredet, wie das so oft ist im Leben. Und es sind die Ladies, die heißen Nummern haben, also nicht die Männer. Also, okay, ja. Also charakterstarke Frauen spielen Sie ja dann gerne, das haben wir auch schon verstanden. Beim Textlernen haben Sie, glaube ich, was aus der Familie mit vererbt bekommen, dieses 80 Mal wiederholen. Vielleicht ja, also das habe ich, meine Mutter hat das immer so gemacht, sie lag immer im Bett, also wie so ein Knastbruder hat sie sich immer so eine Strichliste gemacht. 80 Mal ist ganz schön lang, ne? Ja, aber es ist einfach so, das sehe ich auch mit meinen Flüchtlingen, wenn ich da ehrenamtlich Unterricht mache in der Brückenschule. Das Gehirn braucht 80 Wiederholungen, um sich ein Wort zu merken. Ernsthaft? Weil mir wurde mal gesagt, 10 Mal, also habe ich Vokabeln auch immer gelernt, 80 Mal. 80 Mal. Ja, Wahnsinn. Also bis das einfach tief gesickert ist. Mhm. Und diese 80 Wiederholungen, also die kann ich natürlich, wenn ich den Text auswendig lerne, dann mache ich 80 Mal, lerne ich irgendwie was auswendig. Das funktioniert aber nicht. Ich lese 80 Mal den Text. Mhm. Und wenn ich den 80 Mal gelesen habe, dann lebe ich ihn. Das ist wie wenn Sie Salsa tanzen lernen und die Schritte einfach unterbewusst so drinnen haben, dass wenn man sie um 3 in der Früh weckt und sagt, tanzen Sie Salsa, dann kann man das einfach, weil die Schritte da sind. Und dann kann man sich auf alle anderen Sachen auch konzentrieren. Und da sind wir dann schon bei dem Textverständnis, weil das gesagte und gespielte Wort sind ja dann einfach auch nur eine Fassade. Also dieses Unterbewusstsein, diesen Text nochmal anders lebendig machen, ist ja die große, hohe Kunst des Schauspiels, ne? Ja, und das ist eigentlich die Symbiose mit dem Zuschauer, weil das Spannende ist,
ist ja jetzt, dass wir jetzt lauter Gags und Pointen austüfteln. Aber in Wirklichkeit wissen wir gar nicht, lacht das Publikum an der Stelle? Ja. Vielleicht lacht das an einer ganz anderen Stelle. Und dann werden wir uns reinhängen und bei der anderen Stelle hinarbeiten. Und am nächsten Tag ist es wieder anders, weil Publikum ist eben nicht jeden Tag gleich. Und das ist das Spannende an dieser tollen Kulturlandschaft, die kaputt gemacht wird momentan, und ein ganzer Industriezweig dazu. Weil die Menschen, die ins Theater gehen, die richten sich her, die kaufen sich vielleicht ein hübsches Kleidchen, die gehen auch zum Friseur, die gehen vorher was Abendessen und nachher was trinken. Also da ist ja das Taxi, die Parkgarage, also da gibt es tausenderlei Berufe, nicht nur innerhalb des Theaters, sondern auch rundherum, die einfach jetzt brach liegen, weil diese ganze Industrie wegfällt. Und deswegen müssen wir wirklich auch das unterstützen, dass wir die Menschen wieder ins Kino, ins Theater kriegen, dass die sich trauen. Wir müssen einfach lernen, mit dieser Situation umzugehen. Alle Hygienevorschriften bitte gerne beachten, aber bitte wieder aufmachen. Wir haben nichts davon, wenn wir vereinsamen. Zumal aber auch Theater generationsübergreifend ist und hat auch einen Bildungsauftrag, das muss man vielleicht auch sagen, weil nicht nur ältere Leute ins Theater gehen, sondern auch viele Junge, die sich auch Stücke wie ihre gerne anschauen wollen. Man merkt den Lebenstraum, der dort gelebt wird. Ich hatte in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie mit 8 Jahren gerne in Richtung Ballett eigentlich gehen wollten, also einen ganz anderen Weg vielleicht auch einschlagen wollten. Und die Mama hat gesagt, nee, ich sehe das aber nicht in dir. Ist das so ein Lebenstraum, der Ihnen irgendwie abhandengekommen ist? Ja, ich tanze so wahnsinnig gerne. Aber ich meine, man kann, wie gesagt, der Vergangenheit gar nicht hinterherhängen. Nein, um Gottes Willen. Wahrscheinlich war es auch der richtige Weg, weil ich habe 3 Kinder gekriegt. Ich bin Großmutter mittlerweile. Und Sie sind ein erfüllter und glücklicher Mensch. Und es kommt bei den Leuten an, Bianca schreibt, Gesundheit, Glück und Dankbarkeit sind das Wichtigste. Und vielen Dank für die positive Energie. Also das strahlen Sie auch aus. Genau. Und Christiane besser gesagt, schreibt auch großartig energiegeladene Persönlichkeit. Also von daher, ja, aber es geht ja auch darum, ein erfülltes Leben zu finden, auch wenn vielleicht eine Tür verschlossen bleibt. Ja, oder natürlich. Und es muss auch nicht immer alles groß und Erfolg und Dingsbums. Also mir ist wirklich wichtig, meine Kinder müssen gesund sein, meine Enkeltochter muss gesund sein. Wir müssen alle irgendwie miteinander gut auskommen und gutes Essen, bisschen schönes Wetter. Ja, aber auch viele Projekte, über die sprechen wir gleich nochmal ausführlicher. Genau, und gehen auch nochmal zu Björn ein, der uns gerade noch eine Mail geschrieben hat. Klären wir alles gleich. Jetzt gucken wir, und das ist schon mal eine gute Nachricht, die wir heute hatten. Wir haben Ingrid, die hat sich über Facebook gemeldet. Da geht es um das Thema Hausfrauenrevolution. Yes. Das haben Sie doch 2002 gegründet. Und ist doch aktueller denn je, oder? Ja, ist das also nicht eine verrückte Welt? Das wirklich, also dieses Jahr sind es 18 Jahre, vor 18 Jahren ins Leben gerufen, war damals eine Internetpionierin, weil da gab kein Facebook, kein Twitter, keine Wikipedia. Ganz kurz, also, was fordern Sie, dass wir 2030 nicht noch mal drüber reden müssen? Haben wir Vergessen Zeit? Das. Okay, nein, ich schreibe ein Buch drüber und werde das mal aufdröseln. Also ändern müsste man das, was im Grundgesetz steht, einfach, da steht ja Mann und Frau sind irgendwie gleich oder so, formuliert, ja, steht drin zumindest. Steht drin, also wenn wir einfach mal uns nur an das, was in der Verfassung steht, halten würden, dann müsste das einigermaßen hinkommen. Da brauche ich keine Quotenfrau oder sonst was. Ein Gleichstellungsgesetz, sondern, eine MeToo-Debatte. Es müsste einfach nur mal hier schlicht und einfach ein bisschen was aufgedröselt werden und vor allem die Hausfrauenrevolution habe ich damals ins Leben gerufen, weil es gibt nach wie vor 20 Millionen Hausfrauen in Deutschland. 15 Millionen davon sind die sogenannten nur Hausfrauen. Die haben alle keine richtige Rente. Sie machen einen ganz großen Bildungsjob hier, gerade unbezahlt, dank Corona. Doppeltbelastung. Die Lady, die an der Kasse von Lidl oder Aldi hängt, bezeichnet bestimmt nicht ihren Job als Karriere. Das heißt, diese Quotenfrauen, die wir da irgendwo im wir uns noch mal an anderer Stelle, uns rennt die Zeit weg, wirklich. Wir müssen uns an anderer Stelle zu diesem Thema definitiv noch mal zusammentun Buch dann in die Wege leiten. Ja, und dann sehr gerne. Kommt voraussichtlich Frühjahr 2022. Ja, das ist doch mal eine Prognose. Ja. Und jetzt lernen wir. Ja, und hat nur ein Horn, habe ich gerade gesehen, ne? Verrückter Vogel. Aber er hat sein Verkehrsschild. So, ab nach Brandenburg, das machen wir wahrscheinlich dann am Wochenende. Bei Ihnen heißt es jetzt ab an die Kö. Ja. Proben heute wieder? Oder? Ja, natürlich. Ja. Von wann bis wann? Volle Power jetzt von heute von 12 bis 15 Uhr und von 19 bis 21 Uhr. Vernünftig, sehr schön. Also, und Sie lieben Ihren Job, das hat auch festgestellt der Björn per E-Mail. Er ist Flugbegleiter seit 20 Jahren. Ach, da sind wir. Wir sagen liebe Grüße und er sagt, es ist nicht nur die Branche der Touristenbomber. Wir sind alle gemeinsam gefragt und dürfen Branchen nicht gegenseitig aufwiegen.
Das wollten wir auch nicht tun, oh, würden wir dazu nein, mal sagen. Nein, um Gottes Willen, nein, nein, ich benutze ihn selber, den Bürstenbomber. Also ein Miteinander, ein Verständnis füreinander für all das, was wir aktuell hier gerade miteinander auch leisten in unserer Gesellschaft. Dankeschön, Frau Rehlin, fürs Hiersein. Es hat mich sehr gefreut. Wir reden uns vor dem Jahr 22 noch mal miteinander. Ich freue mich. Es ist noch viel liegen geblieben, was wir noch bereden wollten. Okay, also, danke. Viel Erfolg im Theater. Liebe Grüße an die Kollegen. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Passen Sie auf sich auf. Kommen Sie gut durch diesen tollen Tag. Danke Ihnen. Danke. Kommen wir jetzt und Sie. Oh, keine Wolken da.